Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Ich habe ja sogar mit Suchen geholfen. Ich schwöre, ich habe den nicht angefasst. Willst du mich verarschen? Ey, Cora, ich schwöre dir, ich habe ja mit Suchen geholfen. Das hätte alles voll in die Hose gehen können. Ich ja, aber sie ist noch fest. Cora, hör doch. Das ist so. Also, mach mal einen Athletikwurf bitte auf diese Hügelkuppe mit dem radrutschigen Waldboden. Wow. Okay. 15. Ja, du bleibst locker stehen. Du gehst, rutschst ein Stück zurück, aber du kannst mit den Füßen bleiben. Ey, ich fass es nicht. Klar war das von vornherein deine Idee. Du hast diese ganze Scheiße gebucht. Wie? Das war meine Idee. Glaubst du, ich wollte dieses Puppenhaus besuchen? Ich fand das genauso gruselig wie ihr. Ja, jetzt tust du so. Klar. Wie jetzt tue ich so? Cora, du kennst mich doch. Ich schau, ob die anderen okay sind. Ey, du solltest dich schämen. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie der Schlüssel in meine Tasche gekommen ist. Cora! Ich gehe los und würde gucken, ob ich... Ich ignoriere sie jetzt auch. Jetzt kommen die Kaltschulter. Okay. Alles klar. Ja, du gehst in die Richtung, wo die anderen beiden noch waren. Du siehst sie im Nebel natürlich nicht. Was willst du tun? Ich rufe nach den anderen. Ja, die anderen unten hört die Stimme von Cora, die von oben. Sina, Katharina. Wir sind hier unten, wir sind ein bisschen abgerutscht, aber alles gut. Wir sind nur ein bisschen matschig. Ja, wie im echten Leben. Aber du kannst runterkommen. Wir haben eine Höhle gefunden. Und deine Tasche. Ich bin sicher, du wirst dein Handy wieder haben, wenn es funktioniert. Die Puppe können wir auch hier lassen. Cool, cool. Ich habe auch was gefunden. Was denn? Den Autoschlüssel, den Cora geklaut hat. Du siehst. Ey, Cora. den ich geklaut habe. Alles voller Imposter hier. Ich war das mit dem Self-Report hier. Self-Report. Alarm! Ich war's. den Autoschlüssel, den Hannah geklaut hat. Hannah hat den Autoschlüssel geklaut? Was? Ja. Wir können also fahren. Boah, könnt ihr einfach, kommt bitte einfach zurück, ja? Boah, Katha, meinst du, Hannah hat das eingefädelt, damit sie die Heldin für Cora spielen kann, damit sie beiden sich so näher kommen? Das würde ich so flüstern. Das kann schon sein. Ich verstehe dieses ganze komische Balzverhalten bei Menschen ohnehin nicht so wirklich. Ich verstehe auch nicht, was an der Liebe so besonders sein soll. Das sind einfach nur irgendwelche synaptischen Dinge, die im Lymphsystem abgehen. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten die zwei einfach machen lassen. So oder so, wir haben den Autoschlüssel wieder. Vielleicht hat einer der Puppen auch den Schlüssel in ihre Jacke getan. Ich würde es den Puppen zutrauen, nach allem, was wir erlebt haben. Aber ich weiß nicht, ich will einfach nur noch weg von hier. Und ich nehme so in Ordnung die Tasche von Cora und würde dir diese Puppe einfach so für die so böse anstarren und sagen, ich nehme keine böse Energie mit und dann würde ich sie wegwerfen. Okay, laufen wir zurück zu. Ja, es ist gar nicht so einfach, weil diesen Hang hochkommen, ne, nasser Waldboden, relativ steil. Das heißt, ihr habt ja schon die Erfahrung gemacht, wie das ist. Wahrscheinlich wäre es cleverer, etwas weniger steilen Weg zu nehmen, also einen kleinen Umweg entlang zu gehen und den Hügel wieder so hoch zu gehen. Ja. Das schaffen wir natürlich mit meiner Umweltkenntnis. Du hast ja mit deinem cleveren Wurf. Ja, also ihr macht einen kleinen Umweg und ihr trefft dann tatsächlich Cora oben auf dem Hügel wieder. Sie Hannah sieht so ist im Nebel verschwunden. Pisst aus. Sie sieht so pisst aus. Aber ja, Hannah ist ultra, sieht ultra verschämt aus einfach. Und voll eingeschüchtert. Habt ihr Cora gesehen? Cora wartet oben. Achso, Cora sieht oben. Wir sind bei Cora. Bist du zu Cora gegangen oder bist du, was machst du? Dann halte ich einfach meine Klappe, ich komme einfach hoch und bestehle. Okay, wir haben die Autoschlüssel. Wir können diesen gruseligen Wald und diese Puppen hinter uns lassen und von hier weg. Wenn wir durch die Nebelsuppe den Weg zurückfinden. Katha, hast du irgendwie eine Ahnung, in welche Richtung wir müssen, um zurück zur Hütte zu kommen?
Ja, genau. Ich erinnere mich, ne, an die Gewächse und alles Mögliche und was auch immer mich dazu gebracht hat, zu wissen, wo wir lang müssen. Da müssen wir lang. Okay. Zeigst du in die Richtung. Ja, der Rückweg ist ein bisschen... Also es war gestern schon im Regen, war es still und deprimiert. Jetzt ist es noch mehr so. Es wird geschwiegen, finstere Blicke wandern von A nach B und zurück. Es ist sehr awkward für diejenigen, die dazwischen stehen. Und ihr braucht ein ganzes Stück, bis ihr wieder bei der Hütte ankommt. Ich nehme so den Rosenquarz der Kette. Die Kette nehme ich mir so ab und gebe sie Sina so wortlos zurück. Und sieht total geknickt aus. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Okay. Tut mir leid, schätze ich. Und dann nehme ich ihn einfach zurück, weil ich glaube, dass logische Argumente, warum das sinnvoll ist, einen Rosenquarz trotzdem zu tragen, auch wenn es nicht nur um die Liebe geht, sondern weil es auch fürs Herzchakra sehr fördernd ist, wären, glaube ich, an der Stelle nicht angebracht. Und so sensibel ist sie ja, dass sie das jetzt in dem Moment nicht ausführt. Ja, Hannah stapft wortlos in die Hütte und will ihren Kram packen. Ich würde auch schon mal anfangen, wortlos und sichtlich wütend den Koffer, den ich schon vorgepackt habe, jetzt komplett rauszuziehen und in Richtung des Autos. Es wird eine lange Autofahrt mit Bibi und Tina und Amadeus und Sabrina. Habe ich da was nicht mitbekommen, Sina? Warum ist jetzt plötzlich dicke Luft bei den beiden? Nur wegen der Autoschlüssel? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich will da jetzt nicht reinstochern. Das wirkt irgendwie sehr explosiv. Und wir fahren noch eine lange, lange Zeit. Vielleicht beruhigen sich die Gemüter wieder ein bisschen im Auto. Und ich schaue so meinen Stein an, den sie mir geschenkt hat und bin so... Okay. Okay. Also vielleicht liegt es an den Steinen, aber ich sage es nicht. Also, Cora, als du mit deinem Koffer, der schon fertig gepackt war, weswegen das alles sehr schnell ging, ne? Die anderen packen gerade noch, du gehst sofort zum Auto kommst, siehst du, dass Hannah daneben kniet, also neben dem Auto. Neben dem Auto? Ja. Okay, und was ist als nächstes dran? Reifen zerstechen, oder? Siehst du, dass ein Reifen zerstochen ist? Also. Lustig, dass du fragst. Weil zufällig ist der Reifen zerstochen. Haben wir Ersatzreifen im Auto? Nein! Das ist nicht dein Hannah, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn hier? Also nur nochmal zum Verständnis. Ihr habt euch wahrscheinlich gezofft, weil Hannah den Autoschlüssel hatte. Und jetzt sind die Reifen zerstochen. Und Hannah sitzt direkt davor. Hannah, hast du das alles eingefädelt aus irgendeinem Grund? Keine Ahnung. Ja, okay, ich geb's zu. Ich wollte halt, dass unsere Freundesgruppe, wir sind halt alle so weit, wir haben uns halt so krass auseinandergelebt. Wir studieren alle was komplett anderes. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr füreinander. Ich wollte halt einfach unsere Gruppe mit so einem Erlebnis einfach wieder zusammenschweißen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das so komisch eskaliert. Und das mit den Puppen habe ich mir jetzt auch nicht, das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. So. Aber Reifen zerstechen, hattest du geplant? Ja, ihr habt halt den Autoschlüssel wiedergefunden. Bist du völlig von allen guten Geistern verlassen? Wie sollen wir jetzt hier wegkommen? Mach doch alle mal eine Wahrnehmungswurf, bitte. Bis auf Hannah. Alle anderen drei. Oh mein Gott. 16. Bei dir, Sina, zählt dein Bonus drauf tatsächlich. Da auch noch, dann 17. Ja. Ich habe eine 9.
Also. Und ein Einserpasch. Katharina ist. Du hast einen Einserpasch. Wunderbar. Also, Katharina, bei dir ist alles irgendwie. Du bist verwirrt, du weißt nicht, wo oben und unten ist. Also, Also, jetzt sind wir alles was hier. Jetzt weiß ich halt auch nicht. Und die Puppen ganz besonders. Aber ihr steckt mir die Puppen unter einer Decke, so vielleicht. Während die anderen sich streiten, hast du das Gefühl, dass aus dem Puppenraum, wo ihr sie hingebracht habt, seltsame Geräusche kommen. Mach dir mal einen Strich. Ich? Nein, Katharina. Ich? Oh. Und die anderen. Gut, also Sina, als du da gerade sagst, bist du von allen guten Geistern verlassen, das alles ist überhaupt nicht Hannas Art. Ihr kennt euch ja schon ewig, seit Kindheitstagen. Und Hanna ist normalerweise ja eher geradlinig und ne, also das ist, wirkt auf dich total out of character. Sus. Hanna, irgendwas ist doch los mit dir. Du bist nicht du selbst. Ganz ehrlich, du bist normalerweise der Typ, der, wenn sie auf Cora steht, ihr einfach fucking ins Gesicht sagt, yo, Cora, ich stehe auf dich. Und jetzt verhältst du dich so. Was ist denn los mit dir? Das bist doch nicht du. Ja, was soll ich denn sagen? Cora redet halt einfach nicht mit mir. Wir hatten einen Moment, da hätten wir drüber reden können, aber sie hat halt total abgeblockt. Und ich habe halt Panik geschoben. Das bist nicht du, oh mein Gott. Langsam glaube ich wirklich, du bist von irgendwas besessen oder so. Da glaubst du doch selbst nicht dran. Ja, glaube ich nicht dran, aber wie soll ich das denn hier alles erklären? Egal, steig einfach ins Auto. Bitte steig einfach alle ins Auto. Wir probieren einfach trotzdem zu fahren, ja? Bitte. Ich will hier das weg. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht der kommen Boden wir ist matschig, die Reifen sind platt. Alle. Ich glaube, wir sollten vielleicht einfach nochmal eine Nacht hier schlafen und... Oder wir sollten auf dich erstmal gar nicht mehr hören. Boah, ich laufe gleich zur Straße. Vielleicht. Irgendwann wird ja ein Auto vorbeikommen dort. Wir sollten uns aber auch nicht aufteilen, Sina. Boah, das, was Hanna abzieht, ist übel gruselig. Ich krieg so, jetzt mal ohne Scheiß, die Schwingungen, die sie mir gerade gibt, sind einfach Serienkiller-Level. Wie bei Fringe oder CSI oder was auch immer du guckst gerne. Oh. Vielleicht gibt's wirklich einen Ersatzreifen. So, ich guck mal in den Kofferraum. Das würde nicht so viel helfen, weil nicht nur ein Reifen kaputt ist. Ach. Ja, nun. Also doch wieder Empfang? Weil ich gehe in dieses Haus lieber nicht mehr rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Puppen, da kommen tatsächlich sehr komische Geräusche aus dem Puppenraum. Und ich, wie gesagt, ich weiß, ihr glaubt nicht an Geister, aber ich gehe stark davon aus, dass wir hier eine übernatürliche Präsenz haben. Du hörst da Geräusche? Ja, als würden sie flüstern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Cora, was machen wir? Die werden alle verrückt. Cora steht tatsächlich auch so ein bisschen abseits da und hält sich immer wieder den Kopf. Wir laufen. Wir können einfach den Weg entlang laufen und wir gehen und vielleicht können wir jemanden auf dem Weg finden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sag du mir doch irgendwas mit deinen Hellseherstein. Ich hab nie gesagt, dass das Hellsehersteine sind, Mann. Ich wollte keine Ahnung, was für... Das ist fürs Selbstwertgefühl, das ist was Psychologisches, das ist nichts Übernatürliches. Das vereinfacht nur gewisse Prozesse und hilft den Leuten einfach durch die Placebo-Wirkung und durch ein gutes Gefühl. Und das ist was Manifestes ist und nicht so Abgefahrenes wie, keine Ahnung... Oh Mann! Ich wollte euch doch nur helfen! Aber offensichtlich hilft es nicht gegen was auch immer gerade mit Hanna und Katharina abgeht. Oder gegen
Geistergruselpuppen oder keine Ahnung, haben wir Feuer, zünden wir diese Puppen einfach an und schmeißen den Dreck alles ins Kamin. Feuer, wirklich. Okay. Wäre eine Idee. Aber ihr wolltet die Puppen nicht verärgern. Ich wollte ja eine als Geisel nehmen. Ich bin auch nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wenn hier wirklich böse Geister sind, die noch zu verärgern. Ja, wir können auch einfach zur Straße laufen, aber bei der Nebelsuppe weiß ich nicht, ob wir die Straße finden oder ob wir wieder auf diesem creepy Campingplatz landen oder sonst wo. Der abgesperrt ist mit Polizeiband. Wenn du das so sagst, klingt das schon sehr alles seltsam. Weil es seltsam ist, Katha. Okay. Es ist unfassbar seltsam. Aber kein Grund, Angst zu haben. Wir können es einfach so akzeptieren, wie es ist. Und schauen, lösungsorientiert, wie wir verfahren wollen. Ich bin dafür, wir pennen hier einfach nochmal eine Nacht und gucken morgen, ob die Wetterverhältnisse besser sind. Und wenn ja, können wir doch auch einfach laufen. Wenn wir sehen können. Ich möchte mich am liebsten in einem Raum alleine ohne Puppen einsperren. No offense, aber ich... Boah, ich sehe mich schon morgens aufwachen mit einer mit einem Messer am Hals und umzingelt von Puppen. Ich würde auch nicht nochmal in diese Hütte. Die Puppen flüstern, wirklich. Wir können im Auto schlafen, das ist zwar unbequem, ja. Aber scheiß drauf. Ja. Okay, schlafen wir im Auto. Ganz ehrlich, okay, schlafen wir im Auto. Und morgen früh gehen wir einfach zu dem Weg und laufen zurück. Ja. Mhm. Wir könnten die Hütte auch abfackeln. Hast du nicht gerade noch gesagt, wir sollen die nicht verärgern? Ich habe das nicht gesagt. Ich wollte die ja pressen. Da wären sie zwar verärgert, aber sie würden vielleicht auch uns in Ruhe lassen. Aber wie willst du sie erpressen? Dass auch Leute kommen. Naja, wenn die Puppen alle untereinander befreundet sind, dann könnten wir einfach eine von ihnen klauen und damit drohen, dass wir ihr was antun. Aber warte mal, ein Feuer legen ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, weil dann würde doch irgendwie die Feuerwehr oder sowas kommen. Das ist eine abgelegene Hütte mitten im Wald. Wer weiß, ob die überhaupt noch verzeichnet ist. Was soll passieren? Der Rauchmelder geht an und der Nachbar 3 Kilometer entfernt hört das? Wenn das Feuer groß genug ist, dann sieht man das aus der Luft. Oder keine Ahnung, es gibt einen Förster oder so. I don't know. Ist nur eine Idee, wir müssen das nicht machen, aber... Okay. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich steige einfach ins Auto ein. Ich glaube, Cora bleibt immer kurz stehen. Und denkt so über Sinas Worte nach. Wie viel Benzin ist noch im Auto? Der Tank war noch ein Viertel voll ungefähr. Glaube ich. Wenn Hannah den nicht auch aufgeschlitzt hat, damit wir kein Benzin mehr haben. Habe ich nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Eigentlich nicht. Aber sie hat ihr Ziel erreicht. Immerhin müssen wir noch eine Nacht bleiben, so oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Teambuilding-Experience ist. Ich glaube, ich hätte lieber einfach mit euch meditiert, aber ist okay. Okay, also, was macht ihr? Benzin absaugen oder ins Auto steigen? Ich steige ins Auto, ach ja. Ja, ich glaube, ich würde reingehen. Wir hatten ja das kleine Feuer da gemacht, ne? Mhm. Ist noch genug, um nochmal ein Feuer zu machen? Ja, ist noch ein bisschen Glut da, du kannst das wieder anheizen. Okay, dann heize ich das wieder an. Okay, Katharina, du steigst ins Auto ein und setzt dich auf deinen Platz. Und als du da dich hinsetzt und nach unten schaust, stellst du fest, dass zwischen deinen Beinen eine Puppe sitzt und zu dir hochschaut. Okay. Leute! Leute! Hier drin ist eine der Puppen. Einfach so auf meinem Schoß. Die war vorher noch nicht da. Ich sage euch, so wahr ich hier sitze, es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das ist übernatürlich. Alles hier. Mach mal einen Resistenzwurf, bitte. Das ist 11.
11. Du darfst ja einen Strich machen. Schwierig. Wie viele Striche hast du mittlerweile schon? 5. Ah, der 5. Wunderbar. Ja, ich nehme die Puppe und Edgar, wo sie schon da ist, schaue ich sie mir genauer an. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass irgendetwas Übernatürliches an dieser Puppe dran ist oder ist sie einfach random gespawnt? Das ist eine von den Puppen aus dem Raum, also aus dem Schlafzimmer, einfach so. Die Puppen kommen aus dem Schlafzimmer und verfolgen uns einfach. Es könnte auch Hannah sein, die mit dem Autoschlüssel hier eine Puppe reingelegt hat, aber ehrlich gesagt glaube ich langsam auch, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil Hannah verhält sich wirklich, als wäre sie nicht ganz normal. Okay. Doch alle mal in Discord, bitte. Doch alle verbrennen? Ich fange mit dem Verbrennen übrigens an. Oh no. Oh Gott, hat Katharina noch die Axt? Ja. Brauchen wir die Axt? Brauchst du die Axt? Das ist die Frage. Wieso brauchen wir die Axt? Nein, ich glaube nicht, das war eher so Outgame. Achso, ja, kannst du auch. Ja gut, ich würde dann, wenn ich merke, dass deine Puppe im Auto ist, würde ich auch aussteigen und reingehen zu Cora und sagen, im Auto war auch eine fucking Puppe. Ich habe angefangen, Decken in den Kamin zu stopfen, damit die anfangen zu brennen. Bist du wahnsinnig, Cora? Du weißt schon, dass ich hier auch eine Kaution bezahlt habe, oder? Hast du dir das Geld hier? Der Rauch steigt dir die Lunge und du musst husten. Ja, das... Ich bezahle dir die Kaution, keine Sorge. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich nur nicht... Ich krieg doch nicht nur die Kaution nicht zurück. Man muss das ganze Haus hier bezahlen, wenn du das alles hier abfackelst. Ist okay, ich studiere Jura und ich stopfe nochmal nach. Oh mein Gott, das ist so badass. Ja, ich fange an. Ich lass die Decken brennen und schmeiß sie in alle Ecken, wo es geht. Ich versuch's irgendwie zu löschen. Ich krieg richtig Panik. Ich würde auch langsam aus dem Auto aussteigen. Ich nehme die Puppe mit. Irgendwas soll ich dich immer wieder zurück zu den anderen besser. Sina, mach doch auch mal was. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht sollten wir wirklich einfach in den Nebel. Geh raus, Hanna, geh raus. Glaubt doch wohl nicht, dass es hier die Lösung ist, die ganze Hütte abzufackeln. Wer darf denn am Ende hier für den ganzen Scheiß bezahlen? Ich heb die Hand. Ja, du, die auch so viel Verantwortung gezeigt hat und auch nur ein einziges Gespräch mit mir gesucht hat, oder? Glaubst du doch wohl selber nicht. Wer zahlt den zerstochenen Reifen, Hanna? Ja, wer zahlt die Scheiße? Was soll der Mist? Du hast angefangen, hier Reifen zu zerstechen, uns zu sabotieren und beschwerst dich jetzt auf einmal, dass wir die Hütte niederfackeln. Was ist denn los mit dir? Du bist wie besessen. Ich weiß nicht, von Cora oder von Puppen. Bleiben. Nein, das ist... In ruhig bleiben, während sie das die Hütte abfackeln will. Entschuldigung. Ja, und dann brennt diese fucking Hütte, dann kommt vielleicht Hilfe oder so. I don't know. Nun aber, ihr habt schon recht, das würde die Puppen sehr verärgern, nicht wahr? Und ich schaue die Puppe, die ich in der Hand halte, an. Und ich würde sie so leicht über dem Feuer hin und her drehen. Und sie dann Cora hinhalten. Cora starrt erst auf die Puppe und dann wandert ihr Blick von der Puppe nach oben. Cora, mach mal einen Resistenzwurf, bitte. Nein, hau ab, Mann! Oh, der Mann. Resistenz. Ich hatte da noch ein bisschen was. 12? Ja, das reicht. Du bekommst keinen Strich, aber du hast plötzlich so einen komischen Gedanken, als während sie diese Puppe über dem Feuer hält und dieses Plastik so langsam anfängt zu qualmen und sich zu verformen, dann hast du so den Gedanken, der Name der Puppe ist Katharina. Ich greife nach der Puppe und würde versuchen, sie ihr wegzunehmen. Okay. Also, willst du dich dagegen wehren, Katharina? Nein.
Ich will sie beobachten. Okay, also du reißt ihr die Puppe aus der Hand und du hast so eine leicht angesenkte, ne? Diese Puppenhaare sind so halb verbrannt und dieses Gesicht zerläuft so langsam in so wachsartigen und diese Augen sind so aufgeklappt und schauen dich irgendwie tief in deine Seele an. Namen kann man... Vielleicht... Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich schaue unfassbar zerstört und verstört in Richtung Sina, die noch so mein einziger Strohhalm ist. Ich weiß es auch nicht. Merke ich denn noch irgendwas so? Nehme ich noch irgendwas wahr? Die Hütte brennt, zwei meiner Freunde drehen durch, die andere ist besessen. Du konzentrierst dich und nimmst wahr, dass Hannah gerade versucht, irgendwie die Steine aus deiner Tasche zu mopsen. Hannah! Ja, was soll ich sagen? Wie, was, warum? Ich glaube, ich kann die gerade besser gebrauchen als du. Ich habe dir doch vorher eine Kette geschenkt, sag doch Bescheid. Ich kann dir doch jederzeit einen Edelstein geben. Die hat aber scheinen ganz offensichtlich nicht so viel geholfen. Ja, wenn du dich scheiße verhältst, dann füllt sich der Stein leider auch mit Scheißenergie. Wie es in den Wald schreit, kommst du wieder raus, Mann, Anna. Wie es in den Wald scheißt. Lass mal scheiß. Mann, Hannah, was soll denn der Mist jetzt? Warum nimmst du mir die Steine jetzt weg? Das ist doch total kindisch. Ja, dann halt nicht. Also, Sina, stopp. Die Steine haben uns schon auch gezeigt, dass sie vielleicht eine negative Energie auf uns alle auswirken. Vielleicht sind die Steine auch mit der Geisterenergie gefüllt und du denkst, du würdest uns damit einen Gefallen tun. Aber im Endeffekt bist du diejenige, die mit diesen Steinen uns beeinflusst. Das haben wir schon an dem Rosenquarz gemerkt und ich finde meinen Stein ehrlicherweise auch nicht mehr so von Anfang an, guck mal, das Navigationsgerät, das hat alles gesponnen, seit wir mit diesen Steinen unterwegs sind. Wer weiß, was du da in deinen komischen Meditationsstunden da irgendwie gelernt hast im Ausland. Aber ich hab nur Steine. Die Steine extra gereinigt. Ja, du hast doch gerade gesagt, wer weiß, ob du die nicht mit böser Energie gefüllt hast. Aber warum Man soll ich das nicht tun? Man kann Steine nicht mit Energie füllen. Das hat Sina doch gerade gesagt. Ich umklammer meinen Stein umso fester. Mein Stein hat positive Energie. Vielleicht sollten wir einer der Puppen einen deiner Steine geben. Vielleicht freuen sie sich darüber. Oh mein Gott, Cora, bitte. Die beiden sind absolut... Die sind verloren, glaube ich. Lass uns diese scheiß Puppen verbrennen. Bitte, bitte, bitte. Ich werf die Puppe in den Kamin. Okay. Du wirfst die Puppe in den Kamin und es gibt so einen unangenehmen Moment, als die aus der Puppe herausweichende Luft wie so ein Schrei ist und dann verstummt das und die Puppe schmilzt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Ich möchte rennen. Ich lauf los und hol die nächsten. Ich renn hinterher und schubse sie. What? Nicht die Puppen verbrennen! Ihr seid einfach alle komplett wahnsinnig und ich fange an, die alle vom Regal zu verärgern. Ich mach die Tür zu. In der sie gerade, da ist ja das Zimmer mit den Puppen, ne, dass sie reingerannt ist. Ich mach die Tür zu und schließe ab. Ja, ich fang an, gegen die Tür zu hämmern. Ja, Sina, du siehst, dass Hannah und Carter Cora in den Raum eingesperrt haben. Was machst du? Wie weit hat sich das Feuer schon ausgebreitet? Also, die Decken haben angefangen zu brennen und inzwischen
ist da hinten schon so ein kleiner Flammenherd. Also, okay. Du hast keinen Feuerlöscher gesehen. Die Hütte ist wahrscheinlich jetzt schon verloren. Mhm. Dann würde ich sagen, Cora, spring einfach aus dem Fenster! Ich fange dich! Und dann würde ich so rausrennen, da wo ich das Fenster vermute. Okay. Was macht ihr alle? Also Sina rennt raus. Was machen Carter und Hannah? Ich gehe Sina hinterher. Und Katharina, was machst du? Ich bleib vor der Türe stehen, in der Cora drin ist. Und würde ganz langsam an ihre Türe klopfen. Cora, tu den Puppen nicht. Wenn sie das sagt... Würfel mal Kommunikation, bitte. Wer, meinst du mich? Du, ja, du. Du hast einen Bonus von +2 darauf, aus Gründen. Mhm. Oh, ich habe... 17. 17. Okay. Mhm. Liebe Cora, würfel mal Resistenz, bitte. Resistenz. Come on. Oh boy. Aber ich bin nicht so resistent, es geht. 10? Du bekommst einen Strich. Als du die Stimme von Kata hörst. Aber die Stimme ist irgendwie anders. Älter. Wie viele Striche hast du jetzt? 2. 2? Oh, wie süß. Okay. Ja, I'm fine. Ich wollte nur einen Kaffee. Das ist alles, was ich gewollt habe. Okay. That escalated quickly. Ja, aber also dieses leise Klopfen und diese Stimme vor der Tür. Also, wenn du nicht wüsstest, dass Katharina davor steht, würdest du sagen, da steht jemand anderes. Und das macht mir richtig Angst. Und okay. Ich glaube, ich würde einfach anfangen zu schreien und anfangen, die Puppen aus den Regalen zu reißen und die zu köpfen. Also so richtig im Wahn, weil ich gerade einfach auch nicht weiß, was ich tun soll. Und ich fange an, die alle zu zerstören und zu zerhämmern. Also im Wahn haust du auf die Dinge ein, zerreißt die Puppen und so weiter. Sina, du läufst nach draußen und stellst fest, das Fenster ist noch zu. Aus der Hütte steigt inzwischen an mehreren Stellen so Rauch auf. Du siehst innen so das orangene Flackern der Flammen. Und du siehst durch den Nebel, durch den Rauch, dass Hannah dir gefolgt ist. Fuck, ich weiß auch, dass sie sportlich ist und dass ich niemals vorher wegrennen kann. Ich würde versuchen, das Fenster mit einem Stein einzuwerfen und versuchen, auf Hannah einzureden. Würfel mal Athletik. Ach, scheiße. Hannah, du bist einfach... Du bist besessen. Du bist nicht du selbst. Du musst dagegen ankämpfen. Ich habe Athletik 14. Ja, es gibt ein lautes Klirren und ein Stein fällt in das durch das Fenster in das Zimmer, Cora. Cora, du musst da raus, die Hütte wird abbrennen. Bitte, bitte, komm raus. Spring durchs Fenster, es ist nicht so hoch. Ich fang dich, der Boden ist weich. Du hast noch gehört, wie innen so richtig fast wahnsinnig geschrien wird. Lass sie in Ruhe! Und da einfach alles auseinandergenommen wird. Aber wenn der Stein fliegt, dann ruckt sie da auch so ein bisschen raus aus ihrem Wahn. Und ich würde gucken, dass ich irgendwie das Fenster noch öffnen kann, ohne dass ich mich irgendwie doll verletze. Ja, okay. Du guckst aus dem Fenster und du siehst, ne, Sina, die dir zuruft. Und hinter ihr taucht Hannah auf. Und Hannah hält so eine Puppe in der Hand hinter Sina. Und als Sina sich umdreht, hat sie halt diese Puppe im Gesicht. Ich schreie. Mach mal einen Resistenzwurf, bitte. Oh mein Gott. Ich nehme keine böse Energie auf, manche böser Dämon. Resistenz von... Dein Bonus wirkt. Ja, 13. 13, okay. Du zuckst zurück und kannst... Du hast das Gefühl, dass du irgendwie das abwehren kannst und gehst einen Schritt vor ihr zurück. Aber Hannah kommt halt immer näher, also auf dich zu mit dieser Puppe in der Hand.
Anna, bitte tu das nicht. Bitte tu das nicht. Es gibt auch einen anderen Weg. Hör nicht auf das, was die Puppen sagen. Wir können auch befreundet sein, wenn wir hier weggehen. Wir kriegen das alles hin, bitte. Hanna ist nicht da. Und nimm so die Puppe und drück sie weiter ins Gesicht. Oh. Ich würde nach Cora und Katharina schreien. Ich stürze mich aus dem Fenster. Ich ruf Cora zu und ruf: Hör nicht auf Sina! Hör nicht auf Sina! Sina! Sina ist die Übeltäterin. Sie hat es mir gesagt. Sie hat es mir vorhin gesagt, als ihr weg wart. Achte nicht auf sie. Höre nicht auf sie. Komm hierher. Ich schließe die Tür auf. Cora, komm hier. Komm zu mir. Sau! Ich habe schon ein Bein aus dem Fenster. Cora, nicht rausgehen. Es sind Hanna und Sina. Es ist Sina. Würfe mal Kommunikation, bitte, Froscher Drachi. Oh, ich hab einen Dreier-Pasch-Sechser. Ja, also du kannst natürlich Wahrnehmung dagegen würfeln, aber die Chance ist sehr, sehr gering, dass du es schaffst. Ich habe eine gute Wahrnehmung. Ja, 10, 13, nope. Ja, Sina ist so die Einzige, die an diesen ganzen ESO-Scheiß glaubt und das alles, ne? Das sind die Steine. Das sind die Steine. Die Steine beeinflussen dich. Zieh die Kette aus. Zieh den Stein aus. Klingt sehr realistisch, was sie sagt. Ja, dann greife ich wahrscheinlich ganz, ganz schnell nach dieser Kette und reiß die so vom Hals runter. Und schmeiß sie nach unten. Okay, also Sina, du siehst, dass sich Cora die Kette vom Hals reißt und sie so nach unten auf den, also aus dem Fenster vor dir auf den Boden wirft. Gott, sind alle verloren. Es sind alle verloren. Was tust du? Ich renne einfach in irgendeine Richtung. Okay, also Sina rennt einfach wild in den Wald. Cora geht zurück zu Kater in die rauchende Hütte. Und ich glaube, an dieser Stelle switchen wir so langsam heraus. Und die Frage ist, die noch stellt, ist... Liebe Cora, auch du wirst den Puppen verfallen, wenn die beiden dich in ihre Hände bekommen. Und die einzige Frage, die sie drei sich stellen müssen, ist, lassen sie Sina laufen oder haben sie noch ihren Spaß mit ihr? Freunde für immer. Freunde für immer. Ja, Sina, du rennst in den Wald und dieser Nebel verwirrt dich und irgendwie führen deine Schritte dich ungewollt wieder zurück zu der Hütte, wo deine drei Freundinnen schon auf dich warten. In dem Wald, die Hütte verbrennt, die vier jungen Frauen kehren zurück in die Zivilisation und beginnen dort dann gemeinsam ihr dunkles Werk. Und arbeiten im Verborgenen daran, die uralten Mächte wieder zu beschwören und den alten Zirkel wieder aufleben zu lassen. Während in diesen Ruinen dieses verbrannten Hauses ein paar halbgeschmolzene Puppen liegen, aus deren toten Augen die Seelen von Cora, Sina und Hanna blicklos in den Himmel starren. Und hier machen wir den Cut.